Elversberg zu Gast in Völklingen, zum Gast beim Rivalen um die Relegationsplätze und zu Gast gegen den ersten FC Saarbrücken. Elversberg gewinnt am Ende mit 2:1. Till Hust hat die Spieler interviewt. Ja, Markus, 2:1 gegen deinen zukünftigen Arbeitgeber. Ein unfassbares Spiel heute, oder? Ja, erstmal war extrem wichtig, dass wir die Spieler gewonnen haben. Ich glaube, das war ein Riesenschritt jetzt in Richtung Relegation. Ist uns eigentlich nur mal theoretisch zu nehmen. Und ja, deswegen sind wir halt überglücklich, vor allem in der Halbzeit mit einem Rückstand. Das Spiel noch so gedreht, auswärts. Wobei man sagen muss, ja, die letzten Spiele auswärts haben wir viel liegen lassen. War das halt schon eine Top-Leistung für unsere Mannschaft. War das heute ein ganz besonderes Spiel für dich? Nein, gar nicht. Ich glaube, von außen ist immer so viel gesprochen worden und so. Aber ich persönlich habe mich eigentlich nie von dem verunsichern lassen. Für mich ist halt, hat nur halt meine Leistung gezählt. Ich habe mich voll auf mein Spiel konzentriert. Und von daher, glaube ich, habe ich es eigentlich ganz gut gemacht. Und ja, bin froh, dass wir das Spiel jetzt gewonnen haben. Was ging da bitte für ein enormer Ruck durch die Mannschaft in Halbzeit 2? Plötzlich ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Ja, also wir haben umgestellt in der zweiten Halbzeit 4-2-3-1. Vor allem für mich war es halt viel feiner dann offensiv, habe ich viel mehr Räume gehabt. Weil der Manuel Zeitz, der ist immer vor der Abwehr geblieben. Und vor der das erste Tor über die Seite. Ja, und ich glaube einfach, dass wir generell zweite Halbzeit einfach anderes Gesicht gezeigt haben und ja, so das Spiel verdient gewonnen haben. Du hast das schon angesprochen, war das vielleicht die Vorentscheidung? Ja, also man muss schon noch schon abwarten, aber ich glaube, jetzt ist uns nicht mehr theoretisch zu nehmen. Vor allem, wenn man sieht, die letzten drei Spiele mit zwei Heimspielen, Pirmasens und Nöttingen. Also ich glaube, das sollte man schon drüber bringen, aber wie gesagt, das heute war schon ein Meilenschritt. Nächste Woche kommt dann wieder Pirmasens nach Hause, im Hinspiel eine knappe Kiste, 1:0 gewonnen. Was erwartest du diesmal? Ja, Pirmasens wird sich wieder hinten einstellen, aber das sind wir schon gewohnt über die ganze Saison. Aber wie gesagt, ich glaube, daheim sind wir schon eine Macht. Und ja, müssen das Spiel halt voll konzentriert angehen und ja, jetzt die letzten drei Spiele auch für den Kopf einfach gewinnen. Und nicht da jetzt was liegen lassen und einfach uns gut einspielen für die Relegation. Und das bringt halt schon Selbstvertrauen, glaube ich, wenn wir die letzten Spiele jetzt auch noch alle gewinnen. Wird heute groß gefeiert? Ja, groß gefeiert, aber wir haben schon einen Mannschaftsabend, das wäre so oder so gewesen. Also wir gehen jetzt mal alle essen und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, morgen geht's weiter. Ich glaube, wir haben Training. Mal schauen, was der Trainer sagt. Dann lasst euch schmecken. Ja, okay, passt. Gut, vielen Dank. Ja, Florian, 2:1 Sieg im großen Derby gegen den FC. Was war da heute los? Zweite Halbzeit, das Spiel gedreht. Dein Tor hat so die Entscheidung herbeigeführt. Kannst du vielleicht die zweite Halbzeit speziell nochmal Revue passieren lassen? Ja, also wir haben in der Halbzeit haben wir schon natürlich uns gesammelt und darüber gesprochen, wie die erste Halbzeit abgelaufen ist, dass wir einfach jetzt wirklich in die Zweikämpfe richtig reinkommen müssen und haben aber auch gewusst, das Spiel ist noch nicht vorbei, es steht 1:0, wir haben das Hinspiel auch gedreht nach dem Rückstand, haben zwar damals früher den Ausgleich gemacht, aber wir wussten, das ist hier noch möglich, zumindest auch erstmal den Ausgleich zu machen, dass wir dann den Doppelschlag in der zweiten Halbzeit zu machen, ist natürlich umso schöner gewesen, da ist dann, war mal, ja, wie in so einem kleinen Lauf drin und wir waren einfach, ich würde sagen, von der ersten Minute in der zweiten Halbzeit waren wir dann griffig. Wir waren dann früher am Ball, haben den Gegner früher gestört, ja, und so ist das Spiel zu unseren Gunsten zum Glück gedreht. Vertrag verlängert, Relegation in greifbarer Nähe, läuft für dich im Moment, oder? Ja, also es ist, Ich sehe es auch so, es ist das davor auch gelaufen, auch wenn es die Einsätze jetzt vielleicht nicht so hergegeben haben, aber ich habe es ja auch letztes Mal schon im Stadionheft beim Interview gesagt, dass ich alles für das Ziel dritte Liga natürlich auch tue und da gebe ich im Training Gas, stelle auch mein Ego da hinten an und dafür lohnt es sich auch, dass man da auch, ja, dafür, also sich persönlich auch weiterentwickelt und da ist jetzt, wir haben, ich würde sagen, 25, 26 super Spieler, wo jeder spielen kann. Der Simon hat in letzter Zeit seinen Job gut gemacht, heute war ich jetzt mal dran. Zum Glück habe ich ein Tor machen können und so, ich glaube, da ist keiner auf keinen neidisch, es hat halt einfach gepasst und fertig. Wie nah seid ihr jetzt im Ziel im Endeffekt? Ja, ich bin schon immer vorsichtig, es ist rechnerisch für Saarbrücken immer noch alles möglich. Deswegen sind wir noch nicht durch. Aber es war halt natürlich ein Riesenschritt, das ist ganz klar. Ich würde so sagen, wenn wir uns das nur nehmen lassen würden, dann sind wir selber schuld. Aber wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Aber durch sind wir noch nicht. Also das heißt, nächste Woche wieder 100% Fokus auf Pirmasens. Auch wenn es heute ein schöner Moment ist. Aber ja, vielleicht sind wir nächste Woche dann durch. Es gibt ja in der Saison noch ein Duell gegen den FC. Wie heiß seid ihr noch auf den Pokalsieg und damit die DFB-Qualifikation? Für den Pokal? Ja, wäre schon ein super Ding, wenn wir den FCS das dritte Mal auch schlagen können und natürlich dann auch in so einem, ja, würde ich jetzt sagen, ja, so ein, ist ja ein Finale, wo es um was geht. Heute ging es natürlich auch um viel,
wie gesagt, das ist natürlich das oberste Ziel, dass wir aufsteigen in die dritte Liga, aber den Pokal, das wäre für die ganze Region wäre auch super, wenn wir da reinkommen. Und deswegen, wer der Gegner jetzt im Finale ist, das wissen wir, ist Saarbrücken, aber wenn es ein anderer Gegner wäre, würden wir es auch gewinnen wollen. So wollen wir es auch gegen Saarbrücken gewinnen. Viel Erfolg und vielen Dank. Danke. Alejandro, 2-1 Sieg gegen den FC, da war heute einiges los hier im Stadion. Am Ende der Sieg, was war heute ausschlaggebend, dass in der zweiten Halbzeit das Ruder umgerissen wurde? Ich glaube, in der zweiten Halbzeit kamen wir so mit anderer Mentalität, total anderer Mentalität. In der ersten Halbzeit waren wir sehr passiv. Wir waren immer fast der zweite Sieger auf dem Platz, immer die zwei Kämpfe verloren fast. Und dann von der Kabine kommen wir raus so mit anderer Mentalität. Und wir haben unsere zwei Kämpfe gewonnen, wir waren präsent einfach. Und dann, das war der Grund, wieso haben wir heute gewonnen, ja. In der ersten Halbzeit hat man so ein bisschen die Ausfälle gemerkt, gerade im Sturm. In der zweiten Halbzeit wurde das dann ganz gut kompensiert, oder? Auch gerade mit den zwei Toren. In der zweiten Halbzeit kam die gleiche Mannschaft. Das war nur eine Kopfsache. Und wie gesagt, jeder hatte diese Hoffnung gehabt, dass wir können, das Spiel drehen. Und wir waren einfach auf dem Platz, um unseren Job zu machen. Und jeder hat, ich glaube, sein Bestes gegeben. Und wir haben gesehen, in der zweiten Halbzeit können wir drei oder vier Tore schießen. Ja. Gibt das extra Motivation für die letzten vier Spiele, die jetzt anstehen? Nächste Woche gegen Pirmasens? Ja, die Motivation ist die Relegation. Jeder hat den Blick nochmal in der Relegation. Und diese Revanche für letztes Jahr. Aber es sind drei Spiele. Pirmasens ist nicht so einfach. Pirmasens spielt auch um was. Und dann die anderen zwei Spiele auch sind sehr kompliziert. Ja. Und wegen das, wir müssen jetzt, vielleicht wir bekommen jetzt ein paar Tage frei, aber dann mit voll Fokus in das nächste Spiel, das ist Pirmasens. Ja. Du hast ja in deiner Karriere schon extrem viel erlebt, aber wie spannend ist trotzdem nochmal so ein heißer Endspurt jetzt auch für dich? Ja, Fußball ist schön, ist egal. Ich habe schon lange gespielt und macht mich immer noch Spaß. Ja. Und soweit dass ich fit bin und diesen Spaß ich habe, ich will immer noch weiter spielen. Und heute und solche Erlebnisse wie heute sind wunderbar. Ich kann einfach nicht beschreiben. Ja. Ich war die letzten 10 Minuten mit Krämpfen in meinen beiden Waden, aber trotzdem musste weiter und weiter und weiter. Ich habe keine Auswechsel mehr. Wir müssen weiter und ja, am Ende. Dieser Sieg war eine große Belohnung für uns, ja. Ja, Julius, der Fußball schreibt ja gern seine Geschichten. Heute hat er es auf jeden Fall getan. 2-1 gegen Saarbrücken, wieder du, der entscheidende Mann, wieder das 2-1. Was für ein Tag, oder? Ja, also er hat nicht so gut begonnen. Erste Halbzeit war eigentlich nicht gut von uns. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja, Saarbrücken war ein bisschen überlegen, ja. Aber zweite Halbzeit sind wir dann ganz anders rausgegangen. Körpersprache war ganz anders in der zweiten Halbzeit. Dann haben wir das 1-1 gemacht. Und dann direkt das 2-1 nachgelegt, also ein Doppelschlag, dann war das Moment auf unserer Seite und dann hätten wir eigentlich auch noch das 3-1 machen müssen. Ja, aber wir haben es dann relativ souverän über die Bühne gebracht. War das heute für dich eine Überraschung zu spielen? Ich meine, im Sturm sind zwei Spieler ausgefallen, war sicher eine schöne Überraschung für dich, oder? Ja, Überraschung. Also die Trainingswoche war gut von mir. Natürlich, die anderen zwei sind verletzt, ist natürlich ist mir schon klar. Aber ich glaube, ich habe meine Chance heute genutzt. Wir haben generell ein gutes Spiel gemacht und mit dem Tor habe ich mich dann auch noch belohnt. Wie blickst du auf die letzten vier Spiele jetzt? Ja, wir müssen die letzten vier Spiele so angehen wie die zweite Halbzeit heute. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, ja. Steht noch ein Spiel gegen FC an, willst du dann auch nochmal treffen und dann für die Pokalsensation sorgen, für den Einzug ins DFB? Ja, natürlich. Natürlich, ja. Ich will treffen gegen Saarbrücken, ist doch klar. Aber Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Im Endeffekt ist egal, wer trifft, aber wenn ich es bin, ist es umso schöner für mich. Ja. Nächste Woche Pirmasens, was erwartest du da für ein Spiel? Ja, es wird auf jeden Fall wieder kein leichtes Spiel. Auswärts haben wir ja ein bisschen Probleme. Zu Hause sollten wir die Spiele, die restlichen, jetzt souverän nach Hause spielen und auswärts dann auch noch punkten, dann sieht es gut aus. Dann viel Erfolg für die Relegation und hoffentlich den Aufstieg. Ja, danke.